Einen wunderschönen guten Tag hier wieder bei Hurensohn vergewaltigt die letzte Scheiße aus seinem kleinen Ansteckmikrofon heraus. Dieses letzte Wort mit V, das nehme ich natürlich zurück. Schließlich ist das hier kein Rammstein-Konzert, sondern der beste Kanal auf YouTube, der wieder mal mit einem neuen revolutionären Konzept daherkommt. Denn ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht verfolgt, was bei Seven vs. Wild jetzt rausgekommen ist bei Staffel 3. Ich gehe mal davon aus, ich wurde wieder nicht genommen, weil ich einfach zu gut bin. Und da dachte ich, ich mache einfach mein eigenes Format. Ihr seid ja alle super clever und habt natürlich jetzt jeder den Titel gesehen, ihr habt das Thumbnail gesehen, deswegen kann ich euch jetzt hier nicht weiter überraschen. Es geht nach Japan. Es geht nach fucking Japan. Ich war 2013 sind andere Dinge passiert. Ich war 2014 in Japan und habe dort 2 Wochen lang ausschließlich auf Dächern geschlafen und dachte mir, das kann ich auch doppelt so lange. Es geht einen ganzen fucking Monat nach Japan. Das mache ich nicht allein. Ich bin begleitet von Marlene. Ja? Marlene kennt ihr von revolutionären Formaten hier auf diesem Kanal, wie zum Beispiel Worst of Watch-Spiele. Marlene kenne ich jetzt auch mittlerweile 10 Jahre. Das wird der Wahnsinn. Eine absolute Flachsrakete. Und es wird einfach gut. Tokio, Kyoto, Osaka, der Fuji und vielleicht sogar der Suicide Forest, wenn es uns doch zu anstrengend wird. Spaß beiseite, ja. Ruf diese Suizid-Hotline an, die ist wichtig. Leben ist kostbar. Aber weil es so kostbar ist, muss man das natürlich auskosten. Und das macht man am besten, wenn man obdachlos in einer der größten Stadt der Welt ist, auf dem Land. Nur mit Schlafsack und ich will wirklich so wenig wie möglich mitbringen. Ihr kennt mich ja auch. Ich habe kein Geld. Ich habe zum Glück kurz vorher Geburtstag und habe eine Oma, die sagt, dich finde ich manchmal ganz okay. Und deswegen ist mir das möglich, aber es ist trotzdem low budget. Es ist absolut, es ist 30 Tage einfach nur obdachlos. Natürlich, ja, also Marlene stelle ich das frei, wenn die sagt, oh mein Gott, ich schaffe das jetzt hier nicht oder ich will einfach mal wieder ein Hotel. Völlig frei, aber ich versuche schon, das durchzuboxen. Wenn natürlich Leute sagen, hier, wir haben jetzt hier mal eine Matratze für euch auf dem Fußboden, dann sage ich vielleicht auch nicht nein, aber ich werde auf jeden Fall. Das wird der Wahnsinn. Das wird der Wahnsinn. Es wird einfach Survival. Ich werde es natürlich alles fleißig begleiten. Es wird eine Public Prank Compilation bei rumkommen. Ja, die Kamera ist immer dabei. Es wird Livestreams geben von vor Ort. Das ist sowieso ein gutes Stichwort, denn heute im Livestream wird das erste Mal groß besprochen. Das hier ist alles nur eine ganz grobe Ankündigung. Ihr habt es selber ausgerechnet, bis September ist noch ein bisschen Zeit. Ja? Das wird noch ein bisschen detaillierter. Da wird noch rausgefunden, was will vielleicht der Chat, was wollt ihr, was passiert. Und natürlich mache ich auch ein Donation Goal dazu, weil alles, was jetzt noch dazu kommt, ist natürlich eine nette Dreingabe, dass man vielleicht auch zum Beispiel die Reise von Tokio nach Osaka bezahlen kann oder dass man vielleicht doch mal hier und da was zu essen bekommt oder so, aber super low budget. Ich kann mir gar nicht mehr leisten. Ich will gar nicht Geld für eine Übernachtung ausgeben, die in Japan einfach sündhaft teuer ist. Und deswegen 30 Tage obdachlos. Es wird der absolute Wahnsinn. Aber es ist erstmal noch so ein grober Umriss. Genau wird das heute zum allerersten Mal im Livestream besprochen. Heute 20 Uhr, wie immer jeden Mittwoch. Da wird das genau ausgepackt und es wird einfach viel besser. Weil wer bin ich denn, dass ich wie Fritz Meinecke auf irgendeinem Sandstrand liegen muss? Nee, ich habe auch kein Gesundheitsteam, ja? Keine Notärzte oder so. Das brauche ich alles nicht. Marlene, tut mir leid, dass du es jetzt erfahren musst. Aber nein, das haben wir alles nicht. Wir machen einfach nur 30 Tage Survival. Also ihr könnt dieses ganze Unterfangen mitgestalten, aber seid euch sicher, dass wir trotzdem da relativ ungeplant hingehen. Da wird eine Rolle Panzertape eingepackt, das Skateboard wird gesattelt und dann geht's los. Dann geht's einfach los. Und was genau passiert? Das sehen wir dann. Ich sag's wie es ist, die letzten Wochen, die letzten Monate waren bei mir bisschen anstrengend. Es war viel privater Shit, wo es die ganze Zeit irgendwas, wo man sich mit rumärgern musste und da kommt das doch gerade recht, ja? Wie kann man denn besser relaxen, als wenn man einfach mal 30 Tage lang auf Asphalt schläft? Es ist der Wahnsinn. Also Fritz Meinecke, noch kannst dich anmelden. Schick mir ein Bewerbungsvideo, nicht mehr als 2 Minuten, in dem du sagst, dass du unbedingt mal mitmachen willst. Dann schnitz schon mal hier deinen Schuiriken und dann geht's los. Es wird der Wahnsinn. 30 Tage, obdachlos. Two versus Tokio. Und die anderen Städte auch. Two versus Japan. Klingt alles noch nicht so geil. Vielleicht fällt mir da auch noch bessere Titel ein. Aber das machen wir alle zusammen, wenn ihr wollt. Ihr kleinen Süßen. Das wird schon. Das wird der Wahnsinn. Schlimmer als ein Rammstein-Aftershow-Event kann es nicht werden. Kommt bitte im Livestream und wir sehen uns. Tschüss.